Zur Mittagszeit tummeln sich an der Uni Bielefeld Tausende von hungrigen Studenten. Täglich die Qual der Wahl bei der Auswahl des Essens. Mensa, Westend oder vielleicht doch Cafeteria? Wir haben uns mal umgeschaut. Das hier, das sind Studenten der Universität Bielefeld. Die sind hier, um etwas zu lernen. Da man vom Lernen immer Hunger bekommt, gibt es hier natürlich auch etwas zu essen. Das ist der Christian. Christian ist auch ein Student und hat ganz oft ganz viel Hunger. In der Zeitung entdeckt er einen Artikel über die Online-Umfrage des Studentenwerks zum Thema Essen in der Uni. An der Umfrage will Christian teilnehmen. Das geht natürlich nicht ohne vorherige Tests. Aber was soll so eine Umfrage überhaupt? Wir kriegen viele E-Mails von Studierenden. Früher haben wir viele Zettel gekriegt in Zettelkästen. Und da stehen Lob und Tadel drauf über Mensa-Essen. Und das sind aber oftmals Mails oder Zettel, die aus einer bestimmten Laune heraus zustande kommen. Wenn es gerade nun überhaupt nicht geschmeckt hat oder wenn man vielleicht mit Kollegen zusammengesessen hat und sich unterhalten hat und hat einen bestimmten Eindruck gewonnen, sind also insofern mehr Zufallsergebnisse. Und wir haben uns gedacht, wir möchten das gerne ein bisschen stabilisieren und ein bisschen standardisieren und möchten deswegen viel mehr Zuschriften haben, als wir bisher gekriegt haben, damit wir einfach so Schwankungen und Fehler und emotionale Dinge ein bisschen besser rausfiltern und ausgleichen können. Gut, denkt sich der Christian und schaut sich das Essen in der Mensa mal an. Essen ausgesucht, auf geht's zur Schlange. Und da ist das Essen auch schon. So sieht's in der Mensa aus. Ganz viele hungrige Studenten und unter ihnen auch unser Christian. Christian isst lecker Fisch und so wie er reinhaut, scheint es ihm auch zu schmecken. Damit scheint er nicht der Einzige zu sein. Das ist wirklich, also das 1A-Klasse, 5-Sterne-Restaurant kann nämlich mal mithalten bei diesem Essen. Es ist super, ehrlich. Nachdem der erste Test abgeschlossen ist, geht's zum Westend. Kurz das Menü studiert. Und wofür hast du dich entschieden, Christian? Für Putenschnitzel mit Reis? Mmh, lecker. Wie? Nicht genug Geld? Oh. Dann muss der Christian sich all diese Leckereien wohl entgehen lassen. Ich würde auch wohl häufiger ins Westend gehen, nur ist mir das ganz einfach zu teuer. Auf zur letzten Etappe, in die Cafeteria. Hier gibt es Kaltes, Warmes und Süßes. Da Christian ja bereits etwas Warmes gegessen hat, entscheidet er sich für eine Käsestange und einen Kaffee. Nachdem der Christian jetzt genug Eindrücke gesammelt hat, wollen wir doch mal sehen, wie das Studentenwerk sich selbst sieht. Wir haben einmal die Mensa mit bis zu 5000 Essen am Tag, die Cafeteria für die Zwischenverpflegung und für den kleinen Snack zwischendurch und das Westend mit einem etwas gehobeneren Angebot. In all unseren Einrichtungen haben wir frische Produkte, die wir verarbeiten, aber natürlich auch, weil es bei der Menge nicht anders geht, auch einige Convenience-Produkte dabei. Der Christian setzt sich jetzt an einen Rechner und nimmt an der Umfrage des Studentenwerks teil. Getreu dem Motto, nicht nur meckern, sondern handeln.